Beim Flammengipfel geht es weiter in Mario vs. Donkey Kong. Doch vorher möchte ich noch kurz was zeigen. Denn als ich dieses Spiel bestellt habe auf der Nintendo-Seite, kamen noch ein paar Goodies an. Unter anderem auch das hier. Oh, ich hab's so ganz vergessen. Das Spiel kam mit einem Puzzle. Wollen wir es aufbauen? 40 Stück? Das wird ziemlich schnell gehen. Wow. Das ist wie die neuen Lego-Sachen verpackt. Okay. Ich schätze, wir machen hier einfach mal einen Riss. So. So. Das sollten alle sein. Jo. Aber nicht mehr. Okay. Dann wird jetzt mal gepuzzelt. Aber Kirby muss weg. Ich puzzle jetzt extra falsch rum. Und fertig. Ich musste es komplett rückwärts aufbauen, aber ich hoffe, euch hat's gefallen. Hat mich jetzt unter 10 Minuten gebraucht. Mein Rücken tut weh. So, jetzt aber angefangen mit Level 3. Ich sehe da schon Sniffet. Und ja, wenn die genauso sind wie Mario Bros. 2, dann werden die schießen können. Wir haben ja schon mal ein paar Piranha-Pflanzen gesehen, die geschossen haben. Wow! Oh mein Gott! Müssen wir uns beeilen? Okay, okay. Okay, ja, wir müssen uns beeilen. Ich verstehe schon, ich verstehe schon. Oh, was? Hat sie mich gerade abgeschossen oder habe ich ihn berührt? Ich habe es nicht gesehen. Ja, du. Ah, ich verstehe. Der schießt Feuer. Der hat Flammen geschossen. Das hat man gerade gesehen. Da. So, weg. Oh, das ist nicht so gut. Okay, 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 wir haben ihn, wir haben ihn. Kann ich hier hoch? Ich kann hier nicht hoch. Es geht nur über das Trampolin. Okay, verstehe. Okay. Diese Geräusche immer. Boing, boing. Was mache ich hier durch? Genau, den Anfang der Welt haben wir in der letzten Folge schon gemacht. Ich hoffe, euch stört das nicht. Das hat sich halt letzte Folge angeboten noch. Denn wir waren mit Welt 2 schon super schnell fertig. So. Aber wir sehen, die Welt geht noch richtig ab. Ich glaube, ab jetzt fängt das Spiel erst richtig an. Wow, das sind Hotheads. Die sahen ein bisschen so aus, als wären sie im Hintergrund. Deshalb war ich gerade ein bisschen erschrocken. Wow. Yahoo! Wait, ich habe da hinten irgendwas gesehen. Kamera? Kamera. Ich kann die Kamera mit R gedrückt halten, kann ich sie bewegen. Okay. Oder? Ich bin blind. Da ist doch das Geschenk. Und ich sehe es nicht. Sehr gut. Okay, da komme ich nicht hin. Dann muss ich erstmal das Gelbe aktivieren. Dann das Rote vermutlich, oder? Ich glaube, ich soll da runter. Damit ich... Puh, das ist knapp. Der Sprung ist echt knapp. So. Genau, weil jetzt kann ich doch... Das hat nichts geändert. Mist. Aber wie soll ich denn da... Oh, das geht. Oh, ich dachte, das hat wohl nicht funktioniert. Okay, seltsam. Ja, den brauche ich jetzt nicht. Was haben wir schon? Wait, das war's? Okay, das. Dieser Bereich des Levels hat mich gerade komplett verwirrt. Wozu bin ich nach unten gegangen? Ich hätte einfach oben den Sprung schaffen können. Vorhin habe ich ihn anscheinend nicht geschafft. Okay, ist auch egal. Ist ja auch egal. Die Hotheads, die kommen leider immer öfter. Wie ich sehen muss. Oh no. Ich glaube übrigens, dass dieses Spiel sehr viele Welten hat. Also mehr als 8. Wow, die kam aus dem Nix. Da brauche ich so Mario Maker Pfeile. Dass sie mir immer sagen, wo ich achten soll, dass da was kommt. Oh Mann. Da ist der Schlüssel. War dies ein Geschenk? Was? Wo ist ein Geschenk? Wie hab ich das übersehen? Egal, ist nicht schlimm. Wir können ja einfach hier wieder den Schalter aktivieren. Und hier schnell durchrasen. Ah, verstehe.
das hier nicht trauen, wir müssen hier lang. Ja, dass ich diesen Schlüssel dabei habe, könnte ein Hindernis werden. Wird's auch. Ich schmeiß mal kurz ab. Ich hoffe, dass ich es in der Zeit hinkriege. Ja, komm, spring. Okay, jetzt rüber, 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 rüber. Hoch, hoch, nimm. Perfekt. Boah, du hast hier richtig viel Zeit mit dem Schlüssel. Das ist sehr gut. Kann man eigentlich ganz chillig und spannend nochmal eben einen Abstecher wo reinmachen. Kurz einkaufen gehen. Kurz ein Like da lassen. All das. So, danke Kumpel. Sehr nett von dir. Ich mag auch das Geräusch, wenn man auf den Ketten ist. So. Hört mal. Das ist ein cooles Geräusch. Nicht so cool wie dieser Sniffet. Der ist jetzt down. Oh! Ich hab nichts gesehen. Muss ich da runter? Ja, da muss ich runter, okay. Das ist ein Blind Jump von hier aus, ne? Aber ich verzeihe das im Spiel, wenn man hat hier einen Free-Kamera-Mode. Den gab's, soweit ich weiß, im Original nicht. Ach, und interessant, die Ninjis, die kann ich nicht grabben. Die sind wirklich einfach wie springende Plattformen. Verstehe. Badam, badam, badam. Ah, Mario Number One. Okay, jetzt sind wir hier diese Plattform. Mit so Stacheln drin. Gut, dass sie uns nicht aufpieksen können, wenn wir daneben stehen. Here we go! Okay, One-Up ist extrem geschenkt hier. Was zur Hölle? Oh. Oh. Oh Gott, ich höre es schon. Wir müssen uns hier wahrscheinlich sehr beeilen, oder? Kann das sein? Wo ist es? Oh, da ist es. Kurz ein Foto gemacht. Haha, ich hab die Lava in 4K erwischt. So. Das wird erstmal rübergeschickt zu Pauline. Yippie. Okay, wo sind wir? Oh. Ah, von da spawnen die Viecher. Okay. Die haben also keine Neste. Die spawnen einfach aus Feuer raus. Ich hoffe, da kommt aber nicht mehr als einer. Nächste. Ich glaube, pro diesem Lava-Ring kommt immer nur einer. Okay, warte, ich muss hier lang. Ich könnte zwar da rechts mit dem Ding hochfahren, aber dann hätte ich das Geschenk nicht so schnell bekommen können. So, so geht's einfacher, chilliger und schneller und effizienter. Naja, das wünscht sich doch jeder Chef, dass man immer effizient ist. Yippie! Ja, ihr wisst es vielleicht nicht, aber die Mini-Marios, die arbeiten für mich. Ja, aber ich bin derjenige, wo effizient ist. SMH. Unfassbar. Brink. Wow. Okay, die Lava wird also runtergehen. Oder? Ja. Warte, wird die auch wieder hochsteigen? Was zur Hölle? Roter Schalter? Ja, ich schätze schon. Was jetzt? Warten? Okay, es geht wieder runter. Ich muss zum Schalter. Okay, es hat, sage ich, seinen Tiefpunkt erreicht. Kann das sein? Nee, hat das nicht. Okay, sehr gut. So. Wow. Wow. Oh Mann. Hä, aber ich verstehe dieses Level irgendwie nicht so ganz. Also, bewirken die Schalter, dass die weiter runtergehen, oder ist es irgendwas anderes, oder ich weiß nicht, wie ich das verstehen soll. Ja! Hier kann ich runter, ne? Ja, boing, 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 komm, geh runter, mhm. Jetzt ganz schnell den Schalter betätigen, damit ich das Geschenk direkt habe. Dann ist es schon mal hinter mir. Zack. Bisschen einen hohen Sprung machen, damit du da auf jeden Fall noch drauf kommst, Mario. Ich habe das Gefühl, jetzt wird das wieder hochsteigen. Deshalb schnell den Schlüssel nehmen. Nee, es geht immer weiter runter. Hä? Aber ich... Warte, muss ich nicht nach oben? Oh, oh, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Jetzt kommt es. Komm mit. So, muss schon nach oben werfen. Und jetzt schnell mit dem Fahrdingens... Mit der Fahrplattform hier nach oben. Okay. Das war so ein kleines Tutorial-Level, wie das Lava Rising funktioniert. Verstehe. Ja, mich jetzt auch ein bisschen
gebraucht zum Verstehen. Ah doch, da komme ich hoch. Bladam, bladam. Warum machen die immer so komische Sounds? Was? Das war der Perfect. Das Geräusch sagt nein. Okay, mit dem Yahoo! Kommen wir da hoch. Schön, schön. Das ist eine Vegeta-Karte, das schießt mich jetzt ab. Nee, zum Glück nicht. Warte, wo ist denn hier? Da ganz rechts ist das Geschenk. Okay. Also hier natürlich von weiter oben drauf. So. Warten, bis der Hothead weg ist. Mitnehmen. Rüber. Auf den Sniffet. Nicht Sniffet, auf den Ninji. Und das war's. Alright. Knapp ist jetzt das Level hier. Vielleicht kriegen wir sogar noch die nächste Welt komplett rein. Wer weiß. Oh yeah. Ich muss sagen, es geht wirklich sehr schnell voran hier. Aber jede Welt fühlt sich auch so kurz an, wenn ihr mich fragt. Aber hey, ich sollte mich nicht zu früh freuen. Denn wir haben noch einen Minimarsch und ich weiß nicht, wie schwer die später noch werden. Aber erstmal. Erstmal noch ein Zeit-Minigame. Auf Zeit. In Zeit. Zeitlich. Pünktlich. Ist das nicht einfach mit dem Schlüssel? Habe ich ihn jetzt direkt? Nee, okay, das fliegt sehr schnell. Okay. Das ist interessant. Das ist sehr komisch aufgebaut. Wie soll ich da rankommen? So schnell. Komm. Ah, so mache ich das. Okay. Ah. Das war. Ja, eigentlich doch genauso einfach, wie ich es erwartet habe. Diese Kiste sieht aber echt cool aus, oder? So vom Design her. Die ist echt stylisch. Na gut. Die Minis, die warten doch schon auf mich. Gott, wenn die aus Plastik sind, nicht, dass sie hier schmelzen. Wir müssen denen schnell helfen. Toy. Let's go, little guys. Da wollen wir nicht runter, Freunde. Lass uns erstmal den Schalter aktivieren. Hätte ich auch selber machen können. Idioten. Das nehme ich euch vom Lohn ab. Zur Info, die kriegen gar keinen Lohn. Kommt mal hoch hier. Ich kann euch den gelben Weg fertig machen. Ich bin jetzt so Trollen. Rot, ist er tot. Mario. Seid ihr jetzt Luigi oder was? Mario. Mario. Warum ist da eine runtergefallen? Komm weg, Mario! Ist gar nicht mal so schlecht, dass der runtergefallen ist, ehrlich gesagt. Komm. Doch, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, das war eigentlich richtig gut. Oh, da war noch einer. Oh. Okay, warte, das ist nicht schlimm. Die müssen doch nicht alle gleichzeitig drin sein. Ich kann mir ja für den noch Zeit nehmen. Ich muss ja nur den Weg hier machen. Ja, schade. Ich wollte eigentlich jetzt so einen roten Schalter, aber das geht so nicht. So, jetzt komm mit. Wir müssen hier runter. Danke, Kumpel. Okay, hat geklappt. Mitnehmen. Yay, ein paar extra Leben, um gegen Donkey Kong zu bestehen. Ich finde das cool, wie diese Hochsprünge da zu dem Kasten werden. Sieht cool aus. Aber wir haben auch gesehen, Toads folgen uns, ne? Das macht dann auch Sinn, warum Toad dann der zweite Spieler ist. Wenn es sowieso ganz der Toads folgen. Wird das noch was, Kumpel? Wow, 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 okay, 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 entspann dich. Hä, der kann... Wie kannst du das anfassen? Das muss doch höllisch brennen. Oh nein, wow. Okay, knapp. Ganz knapp. Bumm! Erster Treffer. Wow. Wo landet der, wo landet der? Okay, der landet gar nicht. Schade. Oh, 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 danke schön. Das gewinnt nichts. Yippie! Jetzt mal ein bisschen taunten. Ein bisschen crouchen. Yip. Oh. Boah, das war knapp. Ich will mich nicht verbrennen. Aber ich wundere mich wirklich. Ah, shit. Okay. Ich muss wirklich jeden einzelnen DK-Kampf zweimal machen, ne? Ich weiß nicht, ob das auch schon aufgefallen ist, aber ja. Na gut. Mach ich ganz schnell. Ihm gefällt das aber gar nicht.
Kumpel, hast du mich einmal getroffen aus Luck. Spann dich mal. Aber wie kommen wir vom Dschungel zu... Okay, vielleicht ist der Vulkan beim Dschungel. Aber wo willst du jetzt hin? Wird es jetzt abgekühlt oder was kommt jetzt? Na? Munteres Miniland. Also so eine Zirkuswelt. So ein Partyland. Mario Partyland. Ah, verstehe. Okay. Ding! Easy. Ah, diese rote Blume. Woran erinnert mich die? Wo haben wir die schon mal gesehen? Eine Vollblume ist das nicht. Was ist denn das nochmal? War die nicht aus Yoshi's Island oder so? Dabadabam. Bin mir gar nicht mehr sicher. Oh, aber mit denen können wir nach oben fliegen. Okay. Ah, und die sind auch farbig. Aber also ich verstehe es. Von hier muss ich nach von oben runterfallen. Okay, die retten mich aber auch immer, was sehr gut ist. Okay, lass mal runter. Ah, so komme ich ja nicht lang. Ich werde immer gezwungen, mit denen mitzufahren, wenn die aktiv sind. Verstehe. Ja, die Blumen sind cool. Die gefallen mir. Oh, das reicht gar nicht. Nee, das reicht nicht. Wir müssen... dem... Ja, das geht aber auch nicht. Oder warte mal. So. Jetzt der blaue. Dann jetzt gehen wir mit hoch. Ja. Alright. I get it. I got it. Oh, die Donutblöcke. Oh, die gehen aber sehr schnell runter hier. Die gehen fast direkt sogar schon runter. Der Aufdreh-Shy-Guy, der muss sich mal verziehen. Oh, okay, das war jetzt so nicht geplant. Hau mal ab. Ah, nee, ich darf ihn nicht aus dem Bild werfen. Ja, sonst spawnt er genau da neu, wo er am Anfang gespawnt ist. Oh, oh, das ist schlecht. Jetzt habe ich mich hier gesoftlockt. Mehr oder weniger. Ja. Es bleibt nichts anderes übrig. Ab in den Tod. Nein, oder? Okay. Ich dachte gerade, ich kann mich jetzt nicht mehr umbringen, weil ich da nicht mehr rankomme. Doch, okay. Okay, ich weiß schon, wie wir es machen müssen. Ich weiß es jetzt. Ich weiß es komplett auswendig, ja. So schlau bin ich mittlerweile. So, auf jeden Fall erstmal das einsammeln. Hier rüber. Das geht nicht immer runter. Da kann man einfach ganz kurz rausspringen. Dann, ah, sehr gut. So, jetzt hier rüber. Jetzt den Schalter und dann haben wir es. Mhm. Nur aufpassen, dass der Scheiger mir uns nicht erwischt. Aber er ist ja so langsam. Also komm. So, perfekt. Hey, hey, komm mit. Der weigert sich. Wie kann er es nur wagen? Juhu! Just what I needed! Okay, ein guter Einblick hier in die nächste Welt. Ja, komm, ein Level können wir noch machen. Trampoline gibt's jetzt auch noch. Einfach das 3D-World-Model genommen. Aber die haben generell einfach die Models aus anderen Spielen genommen. Ist ja okay, aber man merkt's halt sofort. Das wirkt halt nicht so, als hätten die extra neue Assets für das Spiel gemacht, sondern als hätten die einfach... Ja, guck, ja, was haben wir hier für Models? Ah, guck mal, wir können doch das Spiel einfach schnell rekreieren. Weiß nicht, vielleicht bin das nur ich, aber so fühlt sich das ein bisschen an. Warte mal. Kann ich nicht so da rankommen? Wahoo, yippie, ja, das klappt. Nice. So, komm mit. Wir wollen dich dort haben. Mhm. Kann ich da hoch? Ah, ja, wenn der nicht da wäre, hätte es vielleicht klappen können. Hier, aber geht ja schnell. Aha. Boing. Ich weiß nicht, ob es ein Backwards Long Jump sein muss. Was heißt Backwards? Ein Backwards Jump sein muss, aber so klappt das auf jeden Fall. Ah, oh, das ist jetzt schlecht. Ja, das war jetzt schlecht, glaube ich. Okay, warte, der blaue muss aktiv sein, damit ich dann hier einen doppelten Jump machen kann. Nee. Das geht nicht. Ich komme da nicht dran.
Okay, warte, dann muss ich vielleicht einfach mit dem Trampolin hier hoch. Ah ja, schaut mal. Zack. Jetzt kurz warten. Dann wollte ich das gleiche haben wie vorher. Yippie! Beide killen. Hä? Hatten wir diesen Raum nicht exakt gerade im letzten Level? Sieht genau gleich aus. Oh, und jetzt? Ich krieg den nicht runter. Oh nein, ich glaube, ich weiß, was ich tun muss. Ich versuch's. Oh, das ist knapp. Das ist richtig knapp. Boah. Okay, ich hatte sogar noch 3 Sekunden übrig. Wenn du hier nicht weißt, was du machen musst, dann ist das echt schwer. Yippie. Ich weiß auch gar nicht, ob man überhaupt alle Level gemacht haben muss, um dann gegen Donkey Kong zu kämpfen. Das kann ich euch leider nicht sagen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass man auch vielleicht nur so 4 Level oder so machen muss. Und das reicht dann fürs Spiel. Bitte komm jetzt nicht runter, kleiner Klapptrap oder was du bist. Danke. Da würde ich gern hoch. Danke. Badam. Okay, ich denke, das war richtig bisher. Können wir den mitnehmen? Yippie! Nee, schade. Das geht leider nicht. Aber wir können uns hier rübertragen lassen. Aufs Seil. Danke. Nehme ich an. Wow! Das war knapp. Warte, was? Ja, okay, das ist frei, aber hilft mir das irgendwie? Okay, ich muss da loslassen. Kann ich da hoch? Eben nicht. Hm? Wie komme ich da hoch? Mit dem Trampolin? Brauche ich mein Trampolin? Hier, das hier? Kann ich das hier hochwerfen? Ja, okay, wenn der Schlüssel geht, dann wird das Trampolin auch gehen. Okay, verstehe. So. Und jetzt hoch. Dann haben wir es. Yeah! Und Freunde, wenn ihr mehr von diesen atemberaubenden, extrem krassen, gehirnzerstörenden Rätseln sehen wollt, dann lasst doch ein Like da. Aber auch, und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bei Mario gegen den großen Gorilla Kong.